Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen und was geht hier zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Und da sind wir auch schon wieder. Und heute widmen wir uns mal wieder dem KT4 DTM von Kartoffelphantom. In den letzten zwei Folgen hatten wir ja die Sonderfahrzeuge behandelt, Draisine und Lore. Und heute kümmern wir uns mal wieder um den KT. Denn auch hier gibt es wieder einiges Neues zu zeigen. Und wir befinden uns wieder auf der Map. Ja, und da wird es interessant. Bis jetzt kannte man die Map unter dem Namen Tatrahausen. Aber irgendwie war uns das nicht mehr so gefällig. Also haben wir uns entschieden, die Map umzubenennen, einen etwas neutraleren Namen zu wählen. Und damit man nicht zu viel ändern muss, weil das Verkehrsunternehmen hat ja schon den Namen TVG gehabt. Also Tatrahausener Verkehrsgesellschaft war es ja zu dem Zeitpunkt. Und damit man nicht zu viel ändern muss, haben wir gesagt, okay, wir nehmen wieder eine Stadt mit dem Buchstaben T am Anfang. Und so haben wir uns geeinigt auf Talstedt. Ja, also willkommen auf Talstedt und die Talstedter Verkehrsgesellschaft, wie es jetzt heißt. Wir befinden uns hier am Hauptbahnhof. Der ist hier, das ist aber nur ein Low-Poly-Modell als Platzhalter, damit ich den Bahnhofsvorplatz schon mal so ein bisschen gestalten konnte oder zumindest schon mal grob ausplanen konnte. Das wird natürlich dann irgendwann später noch durch ein High-Poly-Modell ersetzt. Ja, wie gesagt, wir befinden uns hier am Hauptbahnhof mit dem KT4 DTM, also den Thyristor in modernisiert Berlin. Ja. Und wie gesagt, es gibt ein paar Neuerungen. Auf ein paar gehen wir gleich direkt ein. Dann werden wir noch ein bisschen fahren. Dann zeige ich noch das eine oder andere. Das Auffälligste jetzt so direkt hier, wenn man jetzt guckt, ist die fehlende Klimaanlage und die Verblendung. Das ist real tatsächlich richtig so. Und zwar war das bei den KTs so, bei der Modernisierung hatten die Fahrzeuge noch keine Klimaanlage. Das kam dann erst im Laufe der Jahre 2000 rum. Und das hat der Kartoffelphantom jetzt so umgesetzt. Das heißt, wenn man im Kartenmenü, wenn man, bevor man das Spiel startet, ein Jahr auswählt bis 1999, dann haben die Fahrzeuge keine Klimaanlage. Ab dem Jahr 2000 haben die Fahrzeuge dann eine Klimaanlage auf dem Dach, wie bis jetzt bekannt und gewohnt. Und das ist schon mal so eine der Neuerungen. Sehr lustig ist, dass die Map Talstedt im Jahr 1999 spielt. Das heißt, die Fahrzeuge werden hier so gesehen eigentlich nie eine Klimaanlage haben. Natürlich kann ja jeder Spieler das Jahr selbst bestimmen. Aber gebaut und KI-verkehrtechnisch wird hier alles auf diesen Zeitraum 1999 ausgerichtet sein. Ja, das ist die augenscheinlich erste Änderung im KT. Für die andere machen wir mal so einen kleinen Switch nach links und dann stellen wir fest, hier ist jetzt das Fahrerschiebefenster Nummer 2 verbaut, neben dem rechten jetzt also auch das linke. Das gucken wir uns auch gleich nochmal von innen an. Ja, das soll es jetzt erstmal von außen gewesen sein. Wie gesagt, wir befinden uns hier am Hauptbahnhof in Talstedt. Hier ist noch ziemlich viel leer. Das liegt daran, dass eisenbahntechnisch momentan noch gar nichts groß passiert ist. Wir haben hier die beiden Rampen, also Brücken für die Einfahrt in den Hauptbahnhof. Dem einen oder anderen dürfte dieser Hauptbahnhof auch bekannt vorkommen. hier geht es natürlich später mal mit dem Zug weiter, mit dem Zugverkehr, mit einer Abstellfläche für Fahrzeuge. Also dann wird hier alles später mal kommen. Hier haben wir eine Bushaltestelle und neben der Straßenbahnhaltestelle, aber das ist halt alles noch so im Aufbau. Ja, so, dann schwingen wir uns doch mal in den KT. Vorbereitet habe ich ihn so grob schon. Nur mal fix den Spiegel rechts einstellen. Und Sitzposition passt schon. So, Tür kann offen bleiben. Wir sind heute mal als Sonderfahrt unterwegs. Deswegen auch dieses wunderschöne Fahrzeug. Ja, das ist der Wagen 1261 der TVG. Das Repaint stammt vom Red Dragon. Das hat er gemacht. Dem einen oder anderen unter uns aus der Magdeburger Ecke. Dem dürfte diese Werbung oder zumindest das Produkt, wofür dieser Wagen wirbt, ja durchaus bekannt vorkommen. Aber das ist ein sehr schönes Repaint und ja. Deswegen
weil der eben halt für sein alkoholisches Kaltgetränk wirbt und ja, auch so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit einer gewissen Partybahn, ist es natürlich so, dass dieser Wagen hier in Thalstedt häufig für Sonderfahrten gemietet wird. Und ja, im Prinzip das machen wir heute am Hauptbahnhof. Ich sagte ja, es gibt auch merkt der Map wieder ein bisschen was Neues. Hier hinten ist die Wendeschleife Hauptbahnhof, die wir bis jetzt von der Linie 1 kannten. Und ja, nun ist es so, das war soweit fertig. Alle Ampelanlagen funktionierten. Es wurde mal eine Testfahrt gemacht, um mal zu gucken, was so zeittechnisch ist für den Umlauf einer Linie 1. Und dabei haben wir festgestellt, dass in der längsten Fahrbeziehung, also von Burgdorf oben bis hier runter zum Hauptbahnhof, man gerade 17 Minuten pro Richtung zusammenkommen und bis zum Rewenweg nur 13 Minuten oder beziehungsweise 15 Minuten sind es, ist halt ein bisschen mager. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, ich baue die Linie 1 noch ein bisschen länger, habe dann mal geguckt, wo es ungefähr passen könnte, von hier aus gesehen, und habe dann eine Lösung gefunden, die zusammen mit der noch entstehenden Linie 7 später einmal ja, so ein bisschen einherging. Und deswegen geht es jetzt quasi vom Hauptbahnhof noch ein bisschen weiter. Hier hinten war schon eine Kreuzung, also die war schon da, die Kreuzung, allerdings die ganzen Gebäude noch nicht, die sind jetzt auch neu dazugekommen. Und dann habe ich mich entschlossen, mich dem Linienweg der 6 so ein bisschen anzuschließen mit der 1 und der 7. Das heißt, es geht hier hinten gleich nach links. Denn hier am Hauptbahnhof verkehren die Straßenbahnlinien 1, 6 und 7. Und ja, natürlich noch die 1E, der Studentenverstärker, der dann als einziges hier an der Wendeschleife Hauptbahnhof von Montag bis Freitag regulär fährt. Ja, ansonsten ist diese Wendeschleife halt vorbehalten für Sonderverkehre, das heißt Fußball oder etc. Großveranstaltungen, wo dann hier Sonderverkehr stattfinden wird. Ja. So, damit wir auch noch nicht lange rumschnacken, würde ich sagen, ich mache mal die Tür zu, Fahrstufe einlegen. Tür ist zu. Dann geht es jetzt erstmal in Richtung einer neuen Wendeschleife. Die Linie 1 ist streckentechnisch noch nicht ganz fertig. Es fehlen aktuell noch zwei Haltestellen, also noch eine Haltestelle und die Endhaltestelle selbst. Dann wäre sie in ihrer vollen Länge vorhanden. Wir fahren jetzt erstmal zu einer Zwischenschleife. Das ist Neue Neustadt Zoo. Das ist die spätere Endhaltestelle der Linie 7. Und für den Fall, dass eine betriebliche Situation eintritt und die Linie 1 halt eben nicht ja, zu ihrer eigentlichen Endhaltepunkt, also Neue Neustadt Eichenweiler, auch den Magdeburgern dürfte das jetzt alles sehr bekannt vorkommen, ja, dorthin fahren kann, gibt es halt die Möglichkeit, dann am Zoo zu wenden als Ausweichwendeschleife für die 1. Und da fahren wir jetzt quasi erstmal hin. Ja, das ist die besagte Kreuzung, die es schon vorher gab. Die ist natürlich jetzt schon noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, es stehen hier Häuser, Ampelanlage und so ist dazugekommen. Und das ist auch momentan so ein bisschen die Roadmap, der rote Faden, wie man es auch nennen kann, für mich als Mapbauer hier auf der Map. Es geht halt erstmal weiter mit der Fertigstellung der Linie 1, das heißt, dass die Gleisanlagen komplett fertig liegen bis Eichenweiler. Dann geht es von dort aus wieder rückwärts, wie ich es jetzt gemacht habe, bis zum Zoo. Betreffend grobe Bebauung, das heißt auf jeden Fall Häuser, Straßenlaternen, Oberleitungen, Oberleitungsmasten. Und ja, das ist erstmal so der Roadplan. Jetzt fahren wir hier erstmal die sogenannte Gerd-Hauptmann-Straße entlang. Irgendwas ist heute schon wieder mit der KI nicht richtig. Eigentlich sollte hier KI fahren. Naja, es ist wie es ist. Wenn man es zeigen will, funktioniert es halt nicht immer ganz. Ne? Lotus ist ja noch so ein bisschen buggy in vielen Sachen. Eigentlich müssten hier KI-Autos fahren. Letztes Mal fuhren noch welche. Naja. Gut. Das ist dann jetzt hier die Haltestelle Gabelung. Und hier, ja, teilen sich dann nochmal die drei Linien auf. Nach links fährt dann später die Linie 6 in die Altstadt
von Thalstedt und dann noch weiter. Aber hier geht es dann halt in die Altstadt mit der Linie 6 und die 1 und die 7 fahren halt nach rechts herum. 15 km/h waren hier oben gerade das Schild, das... ich gehe da noch mal kurz drauf ein. Das ist immer ganz, ganz funny, hier mal drauf einzugehen. Warum das so ist. Also zum einen werden wir gleich akustisch eine ganze Menge hören, wenn wir über diese Weiche fahren. Zum anderen 15 km/h vorgegeben. Warum? Es ist keine Tiefrillenweiche, es ist eine Flachrillenweiche. Das werden wir auch gleich hören. Dazu haben wir dann hier noch rechts das Weichenlagesignal, welches hier ohne den Balken ist. Zwar mit Verriegelungskreuz, das heißt elektrisch ist diese Weiche verriegelt, aber ohne den Balken. Das heißt, keine mechanische Verriegelung. Darum ist diese Weiche dann halt begrenzt, weil Flachrille keine mechanische Verriegelung auf 15 km/h. So, dann fahren wir doch einfach jetzt mal rechts rum. Ja, ich denke, man konnte jetzt gerade sehr schön hören. Ja, Flachrille, Herzstück. So, ja, meinen provisorischen Trenner hier oben sehen wir einen. Ja, bis wir ein geeignetes Modell geliefert bekommen haben, sind das erstmal vorläufig hier die Trenner. So, das ist jetzt hier alles quasi so Neubaugebiet. Hier fehlen teilweise noch kleine Nebenstraßen und deren Bepflasterung. Teils sind auch schon wieder Sachen, wo ich ein bisschen gestaltet habe. Hier haben wir so einen kleinen Garagenhof zum Beispiel. Parken Autos, ja. Und ja, dann kommen... Die Roadmap so für diese Karte ist halt erstmal Fertigstellung der Linie 1. Das zumindest so wie hier jetzt alles grob gebaut ist, das ist so das Beispiel. Gut, hier schon mal eine kleine ausgeschaltete Ecke, kleiner Spielplatz für dieses Viertel. Oberleitung fertig. Also so wie es jetzt hier gerade vorzufinden ist, das ist so das Ziel, Fertigstellung der Linie 1. Das heißt, für die restlichen schon bekannten Bauabschnitte ja, eine Fertigstellung, Schließen von Baulücken, dass dann halt zumindest schon mal Häuser stehen, vielleicht der ein oder andere Baum, Straßenlaterne, Oberleitungsmasten, komplett Oberleitung auf der gesamten Strecke. Wenn das abgeschlossen ist, dann folgt die Linie 3. Die war ja die erste Linie, dass wir dann da auch alle Baulücken schließen, die Oberleitung komplett durchziehen, Straßenbeleuchtung. Ja, ne? Und dass man dann eventuell, wenn bis dahin eine Fahrplan-KI existiert und KI, ja, Fußgänger, sage ich mal, und Fahrgäste, dass man dann zumindest schon mal mit der Map ein bisschen was anfangen kann, weil klar, man könnte sie so schon mal als Beta, Alpha, wie auch Gamma, Theta, wie man immer das nennen möchte, Version releasen, aber es bringt uns leider halt nicht so wirklich was, weil man es macht zwar durchaus mal Spaß, hier mal eine Runde hoch und runter zu fahren, aber naja, ohne großen KI-Verkehr an Fahrgästen, dass man und Fahrplan, dass man halt auch ein bisschen was zu tun hat, ist es halt ein bisschen langweilig auf Dauer. Deswegen kein Release vor Fahrplan, Fußgänger-KI und ja, aber dann gucken wir mal und bis dahin wollen wir so zumindest schon mal so weit fertig haben, dass es keine Baulücken mehr gibt. Jetzt befinden wir uns hier an der Haltestelle Pettenkofer Straße Zoo. Für die ortskenntlichen Magdeburger zum Beispiel. Naja, ihr werdet wissen, wo wir sind. Und ihr werdet wissen, auf welche Wendeschleife wir jetzt hier treffen, die ich natürlich jetzt hier auch wieder so nachgebaut habe. Dies hier ist die Endhaltestelle für die Linie 7. Also hier ist Ausstieg. Und für die 1 in dem Fall, dass sie wirklich aufgrund einer betrieblichen Situation verkürzt bis hierher verkehrt, ist das dann hier auch die Endhaltestelle. Ansonsten würde Linie 1 als Waldwald geradeaus fahren. Wir als Linie 7 biegen dann halt hier rechts herein. Wie gesagt, hier ist Ausstieg, denn es folgt nur noch die Betriebshaltestelle zum, ja, Pause machen. Auch wieder 15 km/h Weiche, elektrisch verriegelt, nicht mechanisch. Ja, ich habe versucht, diese Wendeschleife so nah wie es geht am Original zu behalten. Das heißt auch diese extrem enge Parksituation. Im Übrigen sind die 15 km/h nirgendwo aufgehoben. Das heißt, die ganze Schleife ist 15 km/h. Und jetzt gibt es gleich noch ein bisschen besondere Weichen. Nämlich diese hier und die Ausfahrweiche aus der Schleife. So. Jetzt sehen wir hier rechts das Weichenlagesignal.
Wir sehen kein Verriegelungskreuz, wir sehen keinen Balken. Das heißt, diese Weiche ist weder elektrisch noch mechanisch verriegelt. Das ist im Prinzip zu behandeln wie eine Handstellweiche. Und auch deswegen wieder nur 15 km/h. Ich würde gerne links fahren, ins Innengleis. Das wird später der Standplatz der Linie 7 sein, damit sie nicht im offenen Verkehr rumsteht. Aktuell, in der jetzigen Testversion, für die ganzen Leute, die die Karte mittesten, ist das der Standplatz der Linie 1. Weil, wie gesagt, momentan gibt es noch keine Linie 7 und die 1 endet hier momentan regulär, weil die Reststrecke noch fehlt. So, dann fahren wir jetzt hier mal quasi in den Haltepunkt. So, hier ist dann quasi auch auf dem Boden markiert. Ja, der Pausenpunkt. Und hier würde ich sagen, gehe ich jetzt vielleicht nochmal auf das ein oder andere ein. Aber erstmal mache ich den Wagen aus. So, was gibt es noch Neues? Wenn wir schon mal drin sind, ich habe gesagt, ich gehe nochmal auf das Schiebefenster ein. Das rechte ist euch ja bekannt. Ja, das linke ist auch da und auch das macht natürlich wieder Geräusche. Ansonsten ist das jetzt, also zum Steuerpult gibt es jetzt nichts Neues, zumindest nichts Redundantes, sondern wir switchen mal in der Sicht hier hoch. Ah, auch dieser Spiegel ist neu und wie Sie sehen, sehen Sie jetzt erstmal gerade gar nichts. Das ist die Grundeinstellung. Aber wenn ich drauf gehe, seht ihr, was sich mein Mauszeiger ändert zur Hand und dann kann ich den anklicken, gedrückt halten und dann kann ich den einstellen. Ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Und dann kann ich mir den so ein bisschen einstellen, wie ich das gerne hätte. Ja, ich finde eigentlich, das ist immer eine so ganz ordentliche Position. Vielleicht könnte er noch einen Tücken runter. Das werde ich mit dem Kartoffelphantom nochmal besprechen. Ja, ansonsten, den Rest kennt ihr soweit. Erstmal von hier drinnen. Oh, das Abrüsten war jetzt. Naja, aber ist ja egal, das mache ich beim nächsten. So, dann die nächste Sache, die neu dazugekommen ist, ist wieder eine Sache zur ja, Fehlerstörbehebung. Wie gesagt, dieses Fahrzeug wird so real wie möglich umgesetzt. Es sind natürlich Kompromisse nötig. Ja, aber es wird schon so real wie möglich umgesetzt. Das heißt, die ganzen Fehler, die auftreten können, sollen behebbar sein. Das war bis jetzt auch zu 99% möglich. Es gab einen Fehler, wenn der aufgetreten ist, war tatsächlich Ende für dieses Fahrzeug. Man musste es despawnen und neu spawnen, dann ein neues Fahrzeug spawnen. Und das war die Batterie. Fiel die Batterie des Fahrzeuges aus, also war sie kaputt. Konnte man sie nicht tauschen, nicht reparieren, dann war das Fahrzeug tot. Es war einfach nichts mehr möglich. Das ist jetzt nicht mehr der Fall und damit ist dieses Fahrzeug jetzt zu 100% entstörbar. Denn der Kartoffelphantom hat die Batterieklappe nachgebaut, animiert, inklusive Batteriepack. Und das kann man so rausfahren. Die Batterie ist jetzt zwar nicht defekt, aber gehen wir mal davon aus, sie wäre defekt. Dann hätte man jetzt die Möglichkeit, sie zu reparieren. Ja, erstmal sind hier wunderschön auch dargestellt die Batterien. Ja, das ist natürlich, man versucht natürlich auch das Fahrzeug so ein bisschen ressourcenschonend zu bauen. Das heißt, man hat jetzt natürlich der Kartoffelphantom bewusst darauf verzichtet, hier noch die Batteriepole inklusive Kabel zu verbauen. Weil wenn ihr jetzt überlegt, das Kabel müsste ja beweglich sein, animiert sein, das wären zu viele Faces nachher und zu viele ja, Flächen, die berechnet werden müssten. Und das würde natürlich dem Fahrzeug von der Performance her nicht gut tun. Also seht es nach, dass jetzt hier keine Plus- und Minuspole dran sind und solche Sachen. Das liegt einfach daran, dass der Kartoffelphantom ja da einfach drauf verzichtet hat, aufgrund der Performance das nachzubilden. Aber wie gesagt, man kann den Schubkasten der Batterie ja vor- und rausziehen und man sieht diese wunderschönen drei Batterien. Ja, warum eigentlich drei Batterien? Ja, das ist ganz einfach so geschuldet, es sind 12 Volt Batterien, 24 Volt hat das Bordnetz in der Kleinspannungsanlage, die ja hierdurch versorgt wird
Und man hat aus Sicherheitsgründen einfach eine dritte Batterie mit eingebaut, um einen kleinen Backup zu haben. Weil so wie das Fahrzeug jetzt zum Beispiel hier, ich hier abgestellt habe, das vielleicht oder der ein oder andere in der Realität auch an der Endstation macht, ist halt, das Fahrzeug ist ausgeschaltet, die Batterie ist aber eingelegt. Das IBIS läuft, die Innenanzeige läuft, die Türen lassen sich bewegen. Ich habe jetzt zwar das Licht ausgeschaltet, aber das Standlicht wäre noch an, Positionsbeleuchtung, Matrixbeleuchtung, Heckbeleuchtung, die Notbeleuchtung im Innenraum. Das alles zieht natürlich Strom. Und für den Fall der Fälle, dass jetzt zum Beispiel eine Batterie nicht mehr ganz taufrisch ist, ein Zellenschluss hat nicht mehr ganz so funktioniert, wäre es halt so, es könnte passieren, dass wenn ich jetzt eine Standzeit habe und möchte das Fahrzeug wieder einschalten, dass das Fahrzeug halt eben sich nicht mehr einschalten lässt, weil die Batterien kaputt wären oder zu weit runter sind von der Spannung und das Fahrzeug halt dadurch nicht mehr, ja, die Relais nicht mehr anziehen und nicht mehr einschalten lassen. Deswegen gibt es eine dritte Batterie, die so als Puffer dient für den Fall der Fälle, dass eine Batterie nicht mehr ganz taufrisch ist, dass zumindest die 24 Volt noch vorhanden sind, dass das Fahrzeug sich noch einschalten lässt und man noch weiterfahren kann. So, für den Fall der Fälle, dass das jetzt die Batterie wäre, jetzt gehen wir mal davon aus, defekt, dann kann ich diese rausfahren und dann kann ich da drauf drücken. Wir hören jetzt so einen lustigen kleinen Sound. Das ist natürlich, ja, nur ein kleines Gimmick, ist ein Akkuschrauber, aber es ist zumindest, dass man hörbar einen Ton hat, dass jetzt hier was passiert. Wie gesagt, wir sind ja auch kein Mechaniker-Simulator hier, Straßenbahninstandsetzung, dass man jetzt die Batterien auch noch ausbaut und neue ein. Und naja. So, wenn man das gemacht hat, kann man den Schlitten wieder einfahren, die Klappe wieder schließen. Und dann wäre das Fahrzeug wieder betriebsbereit. Wir hätten wieder Spannung. Was man hier sehen kann, wäre die Batterie kaputt, lege sie hier unten. So, dann noch eine Neuerung, die es gibt, die natürlich noch zu zeigen ist, ist der Aufrüstvorgang des Fahrzeuges. Der ist jetzt im Prinzip komplettiert worden. Da war noch ein kleiner Fehler drin. Das hat der Kartoffelphantom jetzt noch behoben. Das sind so die Sachen, die passieren, ohne dass man groß was am Fahrzeug sieht. Das ist die reine Skriptarbeit. Das jetzt war es immer so, ich habe den Schlüssel umgedreht, 4 Sekunden, dann war das Fahrzeug an. Das war so nicht ganz richtig. Es gibt so eine Art Vorstufe und wenn man da nicht aufpasst, dann schießt man sich das Fahrzeug erstmal selber aus. Das versuche ich jetzt mal zu simulieren. Also bis, so wie das bisher war. So, Fahrzeug eingeschaltet. Das war bis jetzt immer so der Vorgang. Man hat dieses Geräusch gehört, dieses Klicken. Fahrzeug ist an. Jetzt leuchtet hier aber Störung und wenn ich jetzt mal rüber gucke auf Störpult, dann sehe ich, dass das Hauptschütz und der Bordnetzumrichter ebenfalls leuchten und das Fahrzeug ist jetzt nicht eingeschaltet. Wenn ich jetzt versuche, den Wahlhebel für die Fahrrichtung vorzulegen, dann kommt der Ton und das Fahrzeug ist halt nicht aufgerüstet. Kein Netz, das ist korrekt. So, den Schlüssel wollte ich nicht abziehen, aber so, zum Aufrüsten, wie es korrekt ist, ist es jetzt so. Erster Ton, Selbsttest des Tachos. Zweiter Ton, jetzt hören wir auch, der Umformer läuft, dieses Summen. Ja, SIFA leuchtet, Störung leuchtet nicht. Und ja, das Fahrzeug ist jetzt fahrbereit. So, jetzt lege ich meine Fahrstufe ein, denn jetzt kommen wir noch zu der letzten Sache, die ich euch so im Groben jetzt hier erstmal zeigen möchte, die neu ist, und zwar dass die Beleuchtung. Bisher war das ja so, dass die Bremse in der Nebelschlussleuchte war. Fälschlicherweise, das ist jetzt behoben, denn das ist jetzt, also das ist das normale Licht. Ich habe jetzt gerade das Licht eingeschaltet, ne? Kann es nochmal ausmachen, so, ne? Licht eingeschaltet, der Beleuchtung ist an. Das ist das normale Licht. Und jetzt die korrekte ja, Belegung ist halt Blinker, Bremse, Licht, Rückfahrscheinwerfer, Nebel, Schlussleuchte. Und wenn ich jetzt die Bremse aktiviere, dann haben wir hier die Bremse. Sie ist auch etwas heller als das normale Licht. Das ist auch korrekt so, denn das normale Licht ist eine 5 Watt Glühlampe und die Bremse eine 21 Watt Glühlampe. Also dementsprechend muss sie auch heller sein. Aber das ist jetzt auch behoben. Damit ist jetzt die Beleuchtungsanlage korrekt belegt am Heck. Ja, das ist erstmal so die großen Neuigkeiten, die wir so haben zu dem Fahrzeug. Ich hatte ja nur schon eingeschaltet. Dann können wir noch mal zurück zum Hauptbahnhof fahren. Dann sehen wir noch mal die eine oder andere Besonderheit an der Map. Die Magdeburger werden es wissen. Aber die Ausfahrt dieser Wendeschleife.
Die ist etwas tricky. Die ist wie im Original komplett so nachempfunden. Und zwar, wenn ich nach rechts aus der Wendeschleife rausfahren möchte oder wollen würde, dann müsste ich die Weiche nach links stellen. Dann fahre ich hier nach links diesen kleinen Bogen und mache dann den Bogen nach rechts. Wenn ich nach links abbiegen möchte, muss die Weiche gerade aufstehen. Das ist im Original dem geschuldet, dass ein Rechtsbogen nicht möglich gewesen wäre. Der wäre zu eng geworden. Deswegen hat man sich damals, als die Schleife ja, gebaut wurde, so geholfen, dass man, oder beziehungsweise nach rechts erweitert wurde, dass man halt einen Linksbogen gezogen hat, der dann im Rechtsbogen weitergeht, um nach rechts rauszukommen. Das habe ich jetzt hier auch so umgesetzt. Das Weichenlagesignal, das muss ich mir nochmal genau überlegen, ob diese Belegung so, wie sie richtig ist, also wie sie jetzt ist, richtig ist und das bleibt. Es zeigt jetzt zwar nach links an, die Weiche steht aber nach geradeaus. Es zeigt jetzt aber, dass die Fahrtrichtung links ist. Also wir verlassen die Schleife nach links. Man muss sich nur überlegen, ob ich die Richtung anzeigen lasse, in die man die Schleife verlässt, oder ob ich wirklich die Weichenlage anzeigen lasse. Das wäre dann ja für links geradeaus und für nach rechts nach links. Was vielleicht ein bisschen verwirrend sein könnte, müssen wir mal schauen. So, dann geht es jetzt wieder zurück Richtung Hauptbahnhof. Ah, hier sind dann wieder so ein paar Kleinigkeiten, eine nette 15 wieder. Ja, so kleine Fehler wie hier links das Flackern, das ist bekannt, das wird sich natürlich alles beheben. Ja, und wenn man jetzt auf die Linie 7 unterwegs wäre, wäre das denn jetzt hier die Einstiegshaltestelle, Pettenkofer Straße 2. Hier ist nochmal ein Trenner mit Behelfsschildern, solange bis das alles da ist, was wir brauchen, um das halt korrekt darzustellen. Also richtige Trenner und halt das richtige ST7 für den Trenner. Auch hier die Betonplatten ist alles im Austausch aktuell. Factory Phantom hat uns da wieder viel Neues gebaut, viel neues Material, was jetzt natürlich nach und nach hier reinkommt. So werden jetzt alle Betonplatten ausgetauscht. Ja. Ansonsten ist so eigentlich, wie gesagt, der Roadplan für die Map steht. Aktuell sind es 8 Straßenbahnlinien, die vorgesehen sind. Die 1 und die 3 sind im Prinzip streckentechnisch was fertig. Die 2 so ungefähr zur Hälfte, könnte man sagen, oder vielleicht zu 60%. Einsatztechnisch Fahrzeug. Vom Fahrzeugen her alles, was Kartoffelphantom so baut, was ihr in den einen oder anderen Videos und Bildern schon mal nebenbei auch gesehen habt, so Fahrzeuge, die im Hintergrund standen, etc. Also der eine oder andere wird vielleicht schon einen T4 DMT entdeckt haben, die Gothas, den Gotha T57, ja, den T6, den wir natürlich auch schon mal gezeigt hatten, glaube ich, ganz am Anfang mal, wenn mich das nicht alles täuscht, ist natürlich auch dabei. Denn dafür wird diese Map ja hauptsächlich gebaut, dass die Fahrzeuge ja einen schönen Spielgrund haben. Also ich baue diese Map eigentlich mehr oder minder für genau diese Fahrzeuge, und so werden diese Fahrzeuge halt auch in die KI eingepflegt. Was die Busse angeht, das ist momentan so mein größtes, ja, Problem will ich jetzt nicht sagen, aber so eine Sache, wo ich noch nicht so richtig weiß. Wie gesagt, wir spielen im Jahr 99, also KI-Autos passen hier alle nicht. Das ist alles viel zu modern. Bustechnisch, das, was im Großen und Ganzen so im Forum zu sehen ist, und der, auch der Doppeldecker, ist natürlich viel zu modern für 1999. Der einzige Bus, der mir so jetzt geläufig ist aus dem Forum, ist der NG313, der sich da im Bau befindet. Da muss man mal gucken. Ich möchte halt auch nicht zu viel Payware Add-ons als Voraussetzung für die Map haben. Deswegen verzichte ich halt auch auf Payware-Busse, soweit es halt möglich ist. Und ich hoffe mal, dass der Bauer von dem NG313 zum einen sich vielleicht für die Freeware entscheidet. Dann wäre dieser Bus auf jeden Fall sehr passend zur Map. Und zum Zweiten, dass er vielleicht auch noch den Solo nachlegt, dass es halt auch den Solo-Wagen für die Map gibt. Ansonsten wären eventuell noch passende Bustypen,
O305, SL200, SL202, O405 in den auch Niederflurvarianten N und N2 oder beziehungsweise GN2. Und ja, auch natürlich das MAN-Pendant der S, der NL202. Jetzt haben wir es. 2. Das sind ja alles so Busse aus dieser Zeit, neben der Line City Generation 1, also den meisten bekannt als NL263 und NG313. Wir werden schauen, was sich da so ergibt. Geplante Buslinien gibt es auch schon so 1, 2 in der groben Planung, naja, 3. Wo die Verläufe sind. Aber dazu werden wir dann irgendwann später nochmal mehr erzählen, wenn es soweit sein sollte. Wie gesagt, 8 Straßenbahnlinien, die sind auch soweit alle schon durchgeplant. Und der Rest wird sich ergeben. Ja, ich denke mal, das sollte es für heute gewesen sein. Es wird wahrscheinlich in nächster Zeit noch wieder mal was Neues geben vom KT4 DTM. Wie gesagt, die anderen Fahrzeuggenerationen stehen ja auch noch zur Auswahl und der KT4 DM, also die modernisierte Beschleunigervariante des Berliner KT4 D, ist ja auch noch, gehört ja auch noch mit dazu. Ist soweit im Prinzip ja auch nochmal irgendwann vorstellungstauglich, hofft man. Also, wie der Dastand ist halt, das weiß ich noch nicht. Es sind ja doch einige Unterschiede in den Fahrzeugen. Von daher werden wir mal schauen. Ja, wie gesagt, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen, Zuhören. Bleibt dran. Es wird immer wieder was Neues geben von der Map, von den Fahrzeugen. Und bis dahin sage ich Winke, Winke, ich bin der Tatra-Fan und ciao.